Gut. Jetzt haben wir schon mal einen steinigen Unterschlupf. Was ist da? Eins, wahrscheinlich Pupu. So, jetzt schaue ich mal. Was ich jetzt bauen müsste, wären Fackeln. Bauen wir mal so 8. Und ich möchte gerne ein Bett haben, aber das kriege ich nur hier. Was brauche ich für ein Bett? Okay. 150 Stein. Hundert. So, und wie viel Holz brauche ich? 20. Ja, kriege ich hin. Dann können wir den Brunnen schon mal craften. Und dann brauchte ich ein Bett, ne? Dafür brauche ich jetzt nur noch ein bisschen Metal. Haben wir ja. Haben wir ja. Also bauen wir auch ein Bett. Und dann brauche ich aber noch Spikes. Gut, Hammer. Okay, für die Spikes brauche ich ein bisschen länger. Da gucke ich mal kurz ins Inventory. Na, okay, das passt noch. Wäre ja schon blöd, wenn ich jetzt so quasi keine Möglichkeit habe, dass ich Viecher draußen aus Versehen umbringen können. Den Brunnen stellen wir mal dahin. Das Bett stellen wir mal dahin. Das ist dann auch gleich mein Homepoint. Und jetzt bauen wir noch die Spikes zu Ende. Denn die brauche ich ja. Komm. 9 Spikes. Okay. So, und das hier direkt dran zu haben, ist halt auch gut, weil ich dann, keine Ahnung. Da sind welche gestorben. Wie sind die denn da hingekommen, sag mal? Bestimmt durch den Weg, den ich da freigemacht habe. Oder die können sich durch Steine buddeln. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob es das war, aber. Hä?
Was? Ach, dieser warum? Warum? Ich hab doch darauf geklickt und trotzdem schlägt er den Kackhund. Ach ja, genau. Und er kommt auch von innen. Okay. Und schon sind die Spikes wieder kaputt. Also die Spikes sind echt sinnlos. Die sind echt total sinnlos, weil die immer direkt kaputt gehen. Okay, so ein Ravenhead, das ist schon mal geil. Aber wie ist der hier reingekommen? Wie? Der Boden ist doch... Der ist doch dicht. Oder was? Oder liegt es daran, dass es da drin dunkel ist? So, jetzt haben wir hier erstmal ein paar Fackeln. Und eine stelle ich vielleicht noch hier zwischen. So, und dann... Dann reicht das hier drin. Aber das hier, das hat mich gerade... mich sehr beunruhigt. Also, warum ich dies... Die Spikes regen mich echt hart auf. Die regen mich richtig hart auf. Und es regt mich auch auf, dass dieser Ghoul einfach in meiner Wohnung da entstanden ist, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, diese Steindinger da. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob ich was vergessen habe. Also zum Beispiel, dass Dunkelheit gefährlich ist zum Spawnen. Oder ob das halt so ist, dass man damit leben muss, dass in verschlossenen Wänden plötzlich so ein Vieh auftaucht. Ich habe keine Ahnung, wonach ich hier gerade gesucht habe, wenn ich ehrlich bin. Ach genau, ich wollte den Hund wiederbeleben. Hallo, lieber Hund. Schön, dass du wieder da bist. Ja, und jetzt geh mal weg. Denn ich muss hier noch ein paar Spikes hinstellen, die direkt wieder kaputt gehen, wenn ich sie... Wenn ich jetzt weggehe... Hat sich der Hund jetzt an den Spikes verletzt? Wie dumm ist denn dieses Tier? Was für ein dummes Tier, echt. Und meine Tür ist auch kaputt. Okay. Dann baue ich jetzt aber zumindest... Ja, nee, schade. Ich hätte sonst da... Metallboden hingestellt, also Bunkerboden, damit die Bunkertür, die ich jetzt eventuell baue, direkt